Aber nein, sie sagte nein. Sie sagte, dass sie keine Gefühle mehr für mich hat. Das hat sie wirklich gesagt? Ja, das war's dann, Gaston. Ich muss sie jetzt ein für alle Mal vergessen. Ich kann das echt nicht fassen, aber lass den Kopf nicht hängen, denn du bist ein Gewinner. Lass dich nicht unterkriegen. Ja, aber dieses Mal habe ich verloren. Weiß nicht, vielleicht ist sie nur ein bisschen verwirrt. Das mit euch war so stark, Matteo. Sie ist aber nicht verwirrt. Ihr gefällt ein anderer. Sie steht auf Simon. Gaston, ich habe alles vermasselt. Ich hätte mich bei dieser Gelegenheit anders verhalten sollen, aber ich hab's nicht getan. Ich hätte einfach viel mehr bei ihr sein müssen und weniger egoistisch. Aber seitdem ist viel Zeit vergangen und du hast dich sehr verändert. Ja, das sieht sie aber nicht. Es ergibt keinen Sinn, sich den Kopf zu zerbrechen. Du musst nach vorn sehen. Und wie bitte soll ich das anstellen? Wenn ich sie sehe, geht's mir nicht gut. Die sind warm, es fehlen Eiswürfel. Das zweite Mal geht das jetzt schon zurück. Ja, nein, ich ertrag die nicht. Simon, was hast du vor? Keine Ahnung. Okay, sag mir, wie es jetzt schmeckt. Danke. Ein riesiger Unterschied, war doch nicht so schwer. Ist sie auch derselbe wie vorhin? Da ist kein neues Eis drin. Es war meiner, in dem Eis fehlte. Vielleicht hat dein Freund dich falsch informiert. Ist jetzt nicht wichtig. Vielleicht übertreiben wir ein bisschen. Aber die Wahrheit ist, wir trainieren so viel, dass wir total ausgelaugt sind. Er kann doch die Säfte hier lassen, oder? Ja, aber weißt du was? Ich hab Hunger. Bestellen wir